Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen Legacy of Kain. Wir sind das letzte Mal hier in diesen Tempel reingegangen, wo irgendwie so ein Bild von uns oder einem, der uns sehr ähnlich sieht, auf dem Boden abgebildet ist. Und wir wissen nicht so genau, wo wir hin müssen. Wir wissen halt, dass wir diese Wächter der Säulen von Nosgoth töten müssen oder vernichten oder wie auch immer. Und, oh, na du, wie geht's dir? Willst du mir dein Blut geben? Na komm, mit dem Blut. Dankeschön. Ups. Falsche Taste. So. Ich bin mir jetzt aber nicht genau sicher, ob ich hier erstmal in den Tempel weiter reingehen soll oder ob ich hier nach links gehen soll. Ich werde erstmal nach links gehen und gucken, was da ist. Vielleicht ist da ja irgendein nettes Geheimnis. Wenn es hier richtig weitergeht, und das sieht so aus, als würde es da weitergehen, das ist nämlich ein Schild, dann werde ich zurück in den Tempel gehen. Ach, komm schon. Ich will eigentlich das Blut haben. Und da ist... Ah, gib mir dein Blut. Danke. So. Muss auch sterben. Stirb! Ey. Ja, ich kann es immer noch nicht so richtig abschätzen, wie oft ich die jetzt treffen muss, um denen das Blut zu rauben. Aber das Blut... Hallo, wie viel hält denn der aus? So, komm, gib mir dein Blut. Oh, zu spät. Kannst du die nicht aussaugen, wenn sie schon tot am Boden liegen, Kain? Ah, naja. Ziegsturl. Ja, da kommen wir schon her. Nein, ich möchte nicht zurück in Kains Mausoleum. Da ist ein Hund. Und das sieht so aus, als würde es da weitergehen, denn da steht ein weiteres Schild. Das möchte ich jetzt eher nicht, deswegen gehe ich mal zurück. Und ich möchte noch was ausprobieren. Wir haben nämlich hier die Vampirform. Die Fledermausform, damit können wir jetzt reisen. Würde ich gerne mal. Wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ist zwar nicht so weit und irgendwie. Ah! Okay. Toll. Ich glaube, ich habe jetzt aus Versehen auf Exit geklickt. Naja, jedenfalls können wir mit der Vampirform reisen. Mit der Vampirform. Wir sind schon in Vampirform. Ja, denk mal nach, Superfex hier. Meine Güte. Jedenfalls können wir damit ja reisen. Und wir wären halt da oben rechts hingekommen. Das hätte jetzt nicht so viel gebracht, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil beim letzten Mal bin ich ja nicht drauf gekommen, wie man das benutzt. Und beim nächsten Mal muss ich dann einfach ein wenig geduldiger sein und dann klappt das bestimmt auch. Aber jetzt nehmen wir uns erstmal den Tempel vor und... Ach, hallo, Kollege. Na, wie geht's dir? Das war ziemlich abgenommen. Komm her. Stirb. So, also wenn Skelette schon in so einem Tempel rumlaufen, das macht mir irgendwie Sorgen. Da muss hier doch irgendwas Interessantes sein. Oh, da ist ein Upgrade für unser Lebensenergie-Dings da. Das Röhrchen, das... Wie heißt denn das nochmal? Ach, komm schon. Wie heißen diese Röhrchen, die man in der Chemie benutzt? Das ist, hey, was bist du denn? Da steht einer. Nom, 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 nom. Lecker, lecker, lecker. Nom, nom. Ist da auch noch einer? Oder sieht das nur so aus? Ah, da ist tatsächlich noch einer. Ja, vielleicht sollte ich mir die aufheben, weil mein Röhrchen läuft schon über. Aber, ach Quatsch, hier sind sowieso keine Gegner. Ich muss mir nur Sorgen machen wegen diesen Kugeln. Die kann ich nicht zerstören. Ich habe nämlich gerade schon mal eine Minute gezockt, um einfach auszuprobieren. Und da habe ich festgestellt, ich kann denen keinen Schaden zufügen. While it is true that natural light weakens a vampire, magical light can have many uses indeed. Ah, ein neuer Zauber. Cool. Den benutzen wir doch direkt mal. So, Licht. Ja, das ist doch schon wesentlich besser. Jetzt können wir endlich mal sehen, was hier abgeht. Und können uns noch ein bisschen hier den Magen vollschlagen. Nom, nom, nom. Ach, ich lasse jetzt erstmal am Leben, weil ich habe sowieso genug Lebensenergie. Vielleicht brauche ich das ja gleich noch. Wenn hier irgendwie nicht die Kugeln treffen oder so, oder die Skelette. Hier hängen sogar noch mehr. Ach, ist das ein Luxus. Ein Luxus sondergleichen hier. Das ist wie eine gefüllte Speisekammer. Okay, da oben ist eine Tür mit einem Schädel drauf. Die kriege ich wahrscheinlich nicht auf. Aua. Naja. Nom, nom, nom. Das mit der Heilung. Hä? Ich habe von dem Skelett anscheinend keinen Schaden bekommen. Okay, dann eben nicht. Soll mir nur recht sein. Ich meine, wenn ich keinen Schaden nehme, das ist immer gut. Aua. Oh, das Licht ist vorbei. Ich muss mal aufpassen, ich weiß nicht genau, wie ich meine Magie wiederherstellen kann, außer eben durch irgendwelche Items, die ich aufsammle. Und das ist ein bisschen doof. Wo wir gerade schon hier sind, Moment, ich habe jetzt das Licht und unten am Eingang war auch noch eine verschlossene Tür. Da möchte ich... Ach, da gehe ich gleich rein. Ich gehe erstmal gucken, was hier drin ist und dann gucke ich mich da noch um. Weil das ist bestimmt auch ein Schalter, den ich nicht gesehen habe, weil ich noch keinen Lichtzauber hatte. Ah, was sind das hier? Ist das hier... Ah, ja, genau. Diese Kugeln stellen Magie daher. Okay. Dann muss ich die halt einfach finden und dann bringt mir das hoffentlich irgendwas.
Ja, vor allem, wenn ich da noch weitere Zauber finde, könnte das nützlich werden. So, komm her. Stirb, du auch. Die sind keine Gegner für mich. Keine Gegner, sag ich euch. Na toll. Und das war's wieder. Ja, ich brauche das Licht hier, ich sehe sonst kaum was. Und laufen Stacheln und Skelette und... Na, eigentlich nicht, aber ich übersehe dann die Schalter. Was war das jetzt? Moment. Nein, das ist das falsche Menü. Ah, diese Klingen. Hm, nein, ich lasse lieber den Zauber ausgerüstet. Die Klingen hebe ich mir dann mal für stärkere Gegner auf. Und die Skelette sind ja wirklich keine starken Gegner. Ah, komm her. Und noch ein Schalter, wunderbar. Den hätte ich nicht gesehen. Also, aber ihr seht das ja selber auf dem Video. Was erzähle ich euch das überhaupt? Ist ja, ja, kein Wunder. So. Loading. Magie. Magie brauche ich. Und das. Aua! Da ist eine Vase. Kann ich die kaputt machen? Kann ich die kaputt machen? Irgendwie? Nein! Ach, ich wollte kein Licht schaubern. Mann, no. Anscheinend kann ich sie nicht kaputt machen. Zumindest wüsste ich jetzt nicht wie. Und ich habe keine Lust, jetzt hier rum zu experimentieren. Deswegen machen wir einfach die Viecher kaputt und holen uns den Schalter. Ich glaube, das Skelett hat den. Was war das gerade? Ich habe gerade einen Klicken gehört wie von einem Schalter, aber ich weiß nicht, woher das kam. Also, bevor ich den gedrückt habe. Und als ich noch mit den Skeletten gekämpft habe, kam da auch so ein Klicken. Hm, das würde mich doch interessieren. Ich würde mir mal ein paar stärkere Gegner wünschen. Irgendwie ist das langweilig. Ich kann mich hier nur so durch die durchmetzeln. Das ist ja... Jawohl. Größere Magieanzeige. Ist auch gut. So viele Türen. Und... ich komme nicht durch. Hey! Okay. Der Obelisk hat anscheinend als Schalter fungiert. Ich helfe dir gleich mal. Nom 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 nom. So, jetzt habe ich dich von deinem Leiden befreit. Bin ich nicht großzügig. Oh ja, und dich auch. Hier, komm. Ich helfe mir selbst. Ich bin mir selbst der Nächste. Ich bin ein böser Vampir. Und ich bin auf Rache aus. So, noch mehr Klingen. Kann ich bestimmt später noch gut gebrauchen. Ich werde hier nicht jeden aussaugen. Das sind viel zu viele Leute, die herumhängen. Hm, eine Frau. Ach, da hängen noch mehr Frauen. Ah, nein. Also wenn das nur eine Frau gewesen wäre, dann hätte ich sie ausgesaugt, weil Vampire und Frauen und so, ne? Womöglich noch Jungfrauen. Das ist ja so klischee-mäßig. Man muss ja irgendwie Klischees gerecht werden. Sonst gucken einen die Leute schräg an. Von daher hätte ich das gemacht, aber wenn man direkt dann zwei auf einmal angeboten bekommt, ist das wieder, weil dann ist das zu viel. Das ist, nee, dann kriegt man noch Magenschmerzen. Ah, wir sind wieder hier rausgekommen. Okay, am Anfang. Ja, wunderbar. Dann haben wir halt hier so ein bisschen Lebensenergie-Upgrade und Magie-Upgrade und einen neuen Zauber bekommen. Schön, freut mich. Ich gehe nochmal eben speichern, wo wir gerade hier sind und den Speicherpunkt haben. Und dann ansonsten habe ich hier in dem Tempel nichts mehr gesehen. Ich mache mir jetzt auch nicht die Mühe, da irgendwie noch einen Schalter zu suchen, weil da ist ja auch keine Tür mehr oder so. Hoffe ich zumindest. Aber ich bin gerade zu faul, das alles zu untersuchen. Deswegen, ja, ich möchte gerne das überschreiben. Ich muss übrigens erstmal gucken, wo ich ein Spiel laden kann. Denn im Hauptmenü hat man nur neues Spiel, Optionen und dann Preview. Und Preview zeigt einfach wieder das Intro. Und Start Game startet ein neues Spiel. Und um etwas zu laden, um ein Spiel zu laden, muss man erst auf Optionen gehen. Und da findet man dann den Menüpunkt Load Game. Also, das ist irgendwie ein kleines bisschen unnötig, kompliziert. Ich weiß nicht. Die Macher des Spiels haben sich da nicht besonders was gedacht. Also keine Gedanken über Usability gemacht. Das ist ein bisschen komisch, aber naja. Night dawns. And with it, the vampire grows stronger. Ah, cool. Ja, das hättest du mir jetzt nicht sagen müssen. Das wusste ich eigentlich auch schon, dass Vampire in der Nacht stärker sind. Aber nun gut. Oh, der schon wieder. Komm. So. Erstmal aufsaugen. Der braucht 4 Schläge. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich ihn mit 4 Schlägen getötet. Hat er vorher meine Schläge abgewehrt mit seinem Messer? Na, wahrscheinlich, ne? Ah. Toll, der ist ja noch schon nach einem Schlag tot. Ist ja langweilig. Nachtholm. Sehr deutsche Namen hier, muss ich schon zugeben. Ups. Ja, genau. Mein magisches Licht macht alles hell. Richtig. Hier brauche ich wahrscheinlich irgendwie eine andere Gestalt, um hier hochzukommen. Also das ist... Dieses Spiel hat einiges an Backtracking, soweit ich gelesen habe. Weil man halt neue Fertigkeiten lernt, neue Formen bekommt. Und ja, mal schauen. Wir werden bestimmt da nochmal hinkommen. Oh, hallo. Das sieht doch schon aus wie die Wolfsform. Ja, das sind halt so
Kann ich da durch? Ja, ich wollte noch nicht da durch. Ich gehe nochmal zurück. Das ist halt so... das sieht interessant aus. Das sieht verdammt interessant aus. Nein, ich gehe erst nochmal zurück. Ich möchte erst die Höhle angucken und dann gucke ich mir diese rubinrote Kammer an. Nein, das ist halt so klischee-mäßig Vampir hier noch. Es gibt halt die Fledermausform. Oh, speichern. Ja, doch, das mache ich gerne. Die Fledermausform, die Wolfsform, man kann sich in Nebel verwandeln. Das sind halt so klischee-mäßige Vampirformen. Aber es gibt historisch noch ganz, ganz viele andere Formen von Vampirismus und wie man zu Vampiren wird und so und verschiedene Arten. Das ist ganz interessant. Ich habe nämlich jetzt letztens von Markus Heitz mal wieder das Buch Die Kinder des Judas gelesen. Die kann ich sehr empfehlen. Das beschäftigt sich mit Vampiren. Und zwar nicht mit den Klischee-Vampiren, sondern er hat wirklich Nachforschungen angestellt und historische Ereignisse aus den Jahren 1731 und 32 aus Osteuropa mit eingearbeitet in den Roman. Wie zum Beispiel eine Kommission, die Vampirfälle untersuchen soll und all sowas. Es ist sehr interessant. Und er hat halt verschiedene Volksglauben aus verschiedenen Ecken aus Osteuropa mit einfließen lassen. Und, eine Wolfskarte, die mich direkt mit. Komm her. My lupine form enables me to move like lightning and leap over obstacles barring my path. But the guise of the wolf brings with it its own kind of hunger and rage. Yay. Okay, Wolfsform. Jedenfalls hat er halt verschiedene Sachen mit ein... Ja, die Fledermausform kann ich hier nicht auswählen, weil wir in einem Gebäude sind, aber die Wolfsform. So. Ja, damit kann ich springen. Und hoffentlich angreifen. Ja, nom nom nom. Nom nom nom. Wunderbar. Okay. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, aber... kann ich so auch zaubern? Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Aber dafür kann ich über diese Stacheln drüber springen. Das ist ja auch schon mal was. So. Komm schon. Ich frage mich, ob ich stärker bin. Aua. Also stärker als in der Vampirform. Okay, den habe ich mit einem Schlag bewusstlos gemacht, sodass ich ihn aussaugen könnte. Interessant. Wie auch immer, ich war gerade bei Die Kinder des Judas von Markus Heitz. Sehr empfehlenswert. Er hat auch ein Sachbuch über Vampire gemacht. Das heißt einfach Vampire, Vampire. Und das beschäftigt sich halt... ist halt, wie gesagt, ein Sachbuch. Das beschäftigt sich so ein wenig mit den Vampirlegenden. Das ist sehr interessant, wenn man dann Die Kinder des Judas gelesen hat. Oder dann halt Vampire, Vampire. Und er dann nochmal die historischen Ereignisse in Form dieses Sachbuchs aufgreift und so ein bisschen, ja, das Ganze schildert, wie es war und die verschiedenen Vampirglauben. Das ist echt interessant. Also falls ihr euch für Vampire interessiert und halt nicht nur für so das aktuelle Mainstream-Vampir-mäßige, also was heißt Mainstream, so Twilight-Vampire, die dann im Dunkeln glitzern, sondern für richtige, was halt weit über Vlad Tepes hinausgeht, also den Typen, der für... Kann ich das nicht einsammeln? Moment. Verwandeln wir uns mal zurück. Vlad Tepes war ja hier der, wenn ich ihn überhaupt richtig ausgesprochen habe, die Vorlage für Bram Stokers Dracula, aber... Warum kann ich das nicht auswählen? Ich will das haben. Manno. Moment, ich möchte nochmal zurück. Ich möchte erst über die Dinger drüber springen, auf der anderen Seite der Höhle. Jedenfalls... Das sind jetzt Geister? Was geht ab? Was zum... Seht ihr das? Die haben blaues Blut und sind Geister und... Cool. Nein, das wollte ich nicht. Falsches Menü. Aber es gab halt schon wesentlich vor Dracula und Vlad Tepes dem Fehler. Deswegen, er war halt ein sehr brutaler Graf, der, komm ich jetzt wieder raus, Exit, der ein sehr großer Fan der Pfählung war. Das heißt, große Pfähle wurden aufgestellt und die Leute einfach draufgepackt und dann waren sie halt tot und hingen da. Und, naja, er war halt sehr brutal. Aber es gab halt vorher schon diverse Legenden, wann man zu einem Vampir wird und was diese Vampire können. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene. Kann ich hier nicht rüberspringen? Schade. Hey, und jetzt konnte ich das aufsammeln. Ach, whatever Spiel. Lass mich einfach mal machen. Ich komme da überhaupt nicht mehr zurück, oder? Das muss ich ausprobieren. Jedenfalls gibt es halt ganz viele verschiedene Formen. Zum Beispiel,
Ey, da ist noch ein Geist. No, nein, egal. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich wollte ja irgendwas über Vampire erzählen, aber ich habe es vergessen. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Der hat halt auch andere, weitere Vampirbücher gemacht. Also Nachfolger hier, Judas Töchter und Judas Sohn. Das sind so direkte Nachfolger. Es gibt dann auch noch Ritus und Sanctum. Die beschäftigen sich mit Werwölfen in der Bretagne, auch um 1700 oder 1800 rum. Und da greift er halt auch historische Ereignisse auf, soweit ich weiß. Und dann gibt es halt noch Blutportale, das überschneidet dann sich so ein bisschen. Das ist eine ganz komplett andere Geschichte, aber so viele Ereignisse. Da kommen dann halt auch nochmal Vampire und Werwölfe vor und es ist sehr interessant. Also die ganzen dunkle Spannungbücher von ihm. Vielleicht werden einige von euch den kennen durch die Zwerge, weil Uldart war halt sein Erstroman, sein Debüt. Auch sehr cool. Die Zwerge gefällt mir auch, aber wer halt kein Fantasy mag, dem gefallen die nicht so. Aber, what the fuck? Die Axt will ich auch haben. Hey, ich treffe ihn gar nicht. Komm her. Warum treffe ich dich nicht? Ah. Stirb. Gib mir deinen Lebenssaft. Om, nom, nom. So. Magie kann ich auch gebrauchen. Das war ein Scheiter, definitiv. Aber was hat er getan? Hat er die Tür geöffnet? War da überhaupt eine Tür? Ich habe nicht aufgepasst. Ich war noch so mit Markus Heitz beschäftigt. Hey, was ist das da oben? Das sieht aus wie irgendwas aus Mortal Kombat. So, also das Mortal Kombat-Symbol. Zumindest von hier unten aus. So halbwegs. So ein bisschen. Wie auch immer. Egal. Ich spiele einfach weiter. Oh, ah! Da ist ja noch einer. Ich sehe überhaupt nichts. Die heben sich so schlecht vom Hintergrund ab. Aua. Ich verliere gerade meine ganze Lebensenergie in diesen blöden Stacheln. Vielleicht sollte ich mich mal zurückverwandeln. Aber die Wolfsform ist irgendwie cool. Oh, ein Teleporter. Ah, wo landen wir denn jetzt? Wieder hier unten. Ah, wunderbar. Ja, wir kamen nicht zurück und jetzt sind wir hier und das ist toll und oh, schön. Speichern. Bitte. Reading memory card slots, please wait. Bla bla. Card one. Und wenn wir jetzt über Sachen drüber springen können, ich glaube, ich möchte nochmal zurück zu meiner Gruft, denn außerhalb waren ein paar Zäune, wo wir nicht rüberkamen. Und dahinter waren Items. Und ich vermute mal, dass ich mit der Wolfsform darüber komme. Oh, das möchte ich ausprobieren. Und dann kann ich mich ja wieder per Fledermausform zurück teleportieren. Das ist ja kein Problem. Oder ich laufe nochmal, um mir die Sachen anzugucken. Mal schauen. Aber erstmal hier Loading. Na du, Wolf? Hast noch nie einen richtigen Wolf gesehen? Ja, nein, nein, nein. Du bist tot. So, ja, hier geht's dann anscheinend weiter. Okay. Verwandeln wir uns mal zurück. Und oh, ich habe ja auch eine Karte. Cool. Ja, hier geht's weiter. Eindeutig. Und da ist eine Höhle. Da möchte ich rein. Da geht's wahrscheinlich weiter. Und da ist eine. Ah, okay. Das ist ein Reiseobelisk. Den möchte ich vorher nochmal eben aktivieren und dann gehe ich zurück. Weil dann kann ich mich bequem da hoch teleportieren, mehr oder weniger. Ich glaube zumindest, dass das ein Reiseobelisk ist. Der sieht so aus. Dann gehen wir erstmal da hoch. Wunderbar, ja, die Karte sollte man benutzen. So. Es ist ein bisschen verwirrend, weil alles hat irgendwie einen eigenen Knopf für das Menü. Also einmal die Items, dann die Verwandlungen, die Zauber und alles. Es ist ein wenig verwirrend, weil ich mir dann nie merke, welche Taste was macht. Und das kommt dann vielleicht später noch, wenn ich etwas länger gespielt habe. Moment, nein, das wollte ich jetzt auch nicht. Ah, so, Karte. Okay, da geht's weiter. Da liegen bestimmt Items oder so. Ich gehe erstmal da lang. Kann ja nicht schaden. Hopp, so. Kann ich darüber springen? Nein. Was ist das für ein komisches Engelchen, Teufelchen da oben drauf? Das missfällt mir irgendwie. Aber nun gut, hier ist nichts. Dann gehen wir eben wieder zurück, wenn es denn sein muss. Gehst du da runter, bitte? Danke, Kane. Wo geht's dann? Ja, Nachtholm, kennen wir schon, bla bla. Mal jetzt Neues. Stirb! So. Ich frage mich, ob es hier auch Werwölfe oder so im Spiel gibt. Oder ob halt nur Werwampire oder Werwampire, genau. Toll. Das sind dann nur zu Vollmondvampire. Das macht natürlich voll Sinn. So. Plopp. Aber wisst ihr was, ich gucke mir erstmal den Tempel hier an, diese Höhle oder was auch immer das ist und dann teleportiere ich mich zurück. Weil vielleicht lerne ich noch irgendwas Neues, was ich dann nutzen kann, um irgendwie noch mehr Sachen zu finden. Ups. Moment. Mein Kasuga wäre